So Leute, da sind wir beim nächsten Video und fast pünktlich zur Tradition haben wir Crimson V. Und ihr seht, ich bin immer noch in Berlin und war in Berlin, besser gesagt, vor wahrscheinlich schon Ewigkeiten. Aber mit mir dabei der liebe Robin. Und wir machen jetzt traditionsmäßig pünktlich zum Release 6 Booster auf. Genau. Wir haben dieses Mal Set Booster, weil ich mag Set Booster einfach mehr. Und man hat weniger Kammmüll. Das stimmt, das stimmt. Man hat immer noch sehr viel Kammmüll, aber potenziell hat man die Chance, dass es ein bisschen weniger dabei ist. Bisschen weniger Kammmüll dabei sein kann. Und deshalb gucken wir uns mal an, was wir haben. Jawohl. Ist vor allem wieder hier Crimson Vow. Super. Oh, ist ein sehr potenzielle Karte von der Liste. Wir haben es letztes Mal ja gelernt, da können ja auch komische Flipkarten drin sein. Oh, ich habe Day Night. Habe ich auch sehr wenig Tokens von, muss man dazu sagen. Insel. Noch ein Swarm. Das ist natürlich ein cooles Artwork. Es ist einfach dunkel. Es ist einfach dunkel. Ich glaube, es ist von einem Dual Land, wenn mich nicht alles täuscht. Das kann sein. Ja, genau, Sundown Pass ist die rot-weiße. Ich habe grün als, schwarz als Thematik. Ich habe schwarz. Aber das ist tatsächlich so ein gruseliges Artwork. Ja, voll. Dieses Gesicht mit den Spinnen. Oh. Definitiv. Aber es sind tatsächlich, wir hatten auf dem Gamery/Radio Ravnica Discord-Server hatten wir einen Post-Pre-Release, weil ich den ja Corona-bedingt nicht spielen konnte bei mir. Und da waren tatsächlich ein paar Karten sehr, sehr stark drin. Unter anderem hier diese Pointer Discussion, Draw two cards, lose two life, then create a blood token, Vampire's Kiss, your opponent or target player loses two life, you gain two life, create two blood tokens. Also man kann da wirklich schon ein sehr gutes Deck mit drin bauen. Der ist auch wirklich gut. Oh, hier ist der Rahmen. Ich liebe diesen Rahmen. Ja, der ist so cool, so hübsch. Oh, was ist das denn? Ist das eine Kohle? Old Rutstein. 3-Mana-1/4. Enters the battlefield. At the beginning of your upkeep, mill a card. When it enters the battlefield or at the beginning of your upkeep, mill a card. If it's a land card that is milled this way, create a treasure token. If it's a creature card milled this way, create a 1/1 insect token. If a non-creature, non-land card is milled, create a blood token. Also macht alles und gleichzeitig irgendwie nix. Ja. Und dann Fear of Death. Was ich habe Runus Stormkirk, 3-Mana-1/4 fliegend. Wenn dein Spielwerk kommt, legt man eine Kreatur gerade aus dem Friedhof oben aufs Deck. Mhm. Und zumindest für Songsmans kann man sich die oberste Karte des Decks angucken. Wenn man keine Karte davon revealen, wenn es eine Mana-Value von 6 oder höher hat, kann man den transformieren. Und wenn er sich transformiert, dann ist der ein 3-5er mit fliegend Lord of the Deep. Das sieht auch mit dem Tentakel. Ja. Ist ein sehr cooler Krakenhorror. Genau, ist tatsächlich ein sehr cooler Commander, glaube ich. Also hatte ich mal ein Video gesehen, ich glaube von Tolarian Community College. Ja. Und der hat da so ein Deck-Tag vorgestellt. Ich dachte so, irgendwie ist das schon ziemlich cool. Kriegst halt die ganzen Kraken-Leute. Okay. Black Creatures can't attack or block. Light of the Day. 4-Mana-Karte von Liste. Coole Karte, dass sie hier drin ist. Einfach weil sie vom Flavor her cool ist. Das stimmt, das stimmt. Vom Flavor her ist es cool. Value jetzt nicht, aber ich glaube, der sekundäre Markt hat sich gerade nicht drauf gewartet, dass die reprintet wird. Nee, also es ist sehr, sehr krass. Also ich bin ja gespannt. Entweder haben wir jetzt eine Menge Listkarten und eine Menge andere Karten. Hier ist natürlich, oh, dieser Engel. Ist das noch Sigarda? Ich glaube, es ist Sigarda. Das ist immer noch Sigarda. Gibt es überhaupt noch andere Engel auf Innistra? Ich glaube, es sind alle tot. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Mountain. Knife. Okay. Wenn jetzt wieder Ausrüstung. Wir finden bestimmt was. Weil es ist tatsächlich so, dass sie immer noch gethemed sind. Mhm. Und, Wedding Security auch wieder so eine Limited-Karte, die gar nicht so schlecht ist. 5-Mana-4/4 und wenn man angreift, kann man einen Blood-Token sacrificen, und dann kriegt er einen Counter und man zieht eine Karte. Was hältst du von so Artworks? Das ist so krass, was sie sich aktuell wieder trauen, weil dieses mehr Richtung Feminine zu gehen, sag ich mal. Ja, ich find's Hammer. Also ich muss sagen, ich bin auch kein Gegner von. Die Artworks haben mir bisher eigentlich immer sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Platinous Guest. Das sieht schon ziemlich geil aus. Oh, was haben wir hier? Bloodcaster. Kessick Wolf Rider. Human Knight 1/2 mit Menace. Und man kann 3 Mana sie tappen, um eine Karte zu exilen aus dem, 3 Cards exilen aus dem Friedhof, um eine 3-2 Wolf Creature Token zu machen. Not bad. Ich habe Bloodcaster, 2-Mana-2/1 fliegend und wenn eine andere Non-Token Creature stirbt, kreiert man einen Blood Token. Mhm. Und immer wenn man Blood Token kreiert hat, man 5 Blood Token hat, wird er transformiert und dann ist der ein 3-3er fliegend, wo man Blood Tokens in 2-2 Fledermäuse verwandeln kann. Genau. Erinnerst du dich noch, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich hatte dich mal tatsächlich eine Sprachnachricht geschickt wegen einer Regelfrage. Ja. Das war tatsächlich diese Karte, Bleed Dry.
Target creature gets -30/-30 until end of turn. If that creature would die this turn, exile it instead. Und dann war die Frage, ob Death Trigger dann wirken. Tatsächlich nicht, weil die Karte exiled wird und bei Death meistens gesagt wird, von sich vom Feld und Friedhof gelegt wird. Genau. Genau, das ist, so hatten wir es auch interpretiert, aber ich war mir nicht mehr so sicher und da wollte ich mal nachfragen. Genau. Coole Karte für Limited auf jeden Fall. Oh, hier, guck mal. Doch keine Karte von der Liste. Ja. Schade. Aber ich muss sagen, diese Tokens sind sehr cool, weil ich mittlerweile so eine gute Sammlung davon habe und immer wenn du halt einen Token brauchst, den du gerade nicht hast, nimm dir einen Sharpie oder ein Edding oder so und schreib es halt drauf. Sammel die tatsächlich als Panorama. Panorama-Artworks. Ja. Nice. Oh, ich habe wieder einen Vollswamp. Vollswampy. Auch hier, den sieht man super schlecht, finde ich. Dass der Vollswampy ist gerade. Licht, keine Chance. Das ist auf jeden Fall... Blau? Blau Bird Spirit Instance. Instant? Ich habe vierfarbig. Ja, dann geht's von hier auf den über. Hier musst du dann schauen. Die haben dann eine Verbindung, wo die dann gecrossed wird. Vampire? Der zerstört vielleicht Artefakte? Nee. Weil das geht wirklich von Karte zu Karte, dass sich dann das verändert. Ja, es ist... Panic Bristol. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die... Ich finde das ganz witzig mit dem Peasant. Peasant, ja. Peasant, dass es wirklich ein Typ geworden ist. Ja, finde ich auch cool. Markov Walzer. Das ist so eine der deutschesten Karten in diesem Set. Ich glaube, das klingt auch für... Oh, guck mal, ich habe wieder den Runo Stormkirk. Das diesmal in Sexy in Vampire. Hübsch, richtig hübsch. Ach ja, nice. Nur halt auch richtig von der Seite sieht auch ziemlich cool aus. Ja. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Ja. Das ist auf jeden Fall nice. Und die nächste Karte ist auch nicht schlecht. Path of Peril. Okay. 3 Mana Destroyer Creature with Mana Value 2 or less oder für 6 Mana Destroyer Creatures. Oh, nicht schlecht. Schön mit Cleave. Und noch eine Rare. What the Alter, fuck? Nochmal ein Foil. Und noch dieselbe? Und noch eine Listkarte von der Liste, die gar nicht mal so bad ist. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Das war so dieselbe Karte aus dem. Doch, das habe ich auch schon gehabt, tatsächlich. Das heißt, du bist jetzt noch eine Karte entfernt, dass das ein Playset wird. Für dich. Legendary Creature Playsets. Ja, ich wirklich. Ich liebe sie. Die besten Playsets. Ja, ich habe noch eine Commander-Karte mit Soulbound. Kennst du Soulbound, die Fähigkeit? Man verknüpft quasi zwei Kreaturen auf dem genau. Feld, ne? Und das ist halt wirklich so strange, wo ich erstmal Soulbound ist wieder da, was? ich mal realisiert habe, dass es eine Karte von Commander ist. 5 Mana 3/3 und beide Partner haben, immer wenn diese Kreatur, immer wenn ihr einen Zauberbell spielt, kriegt ihr eine 1/1-Marke. Sehr cool. Das ist cool. Cigada Summoning. 6 Mana Enchantment. Ja. Irgendwo, egal. Hallo, auch hier. Voice of the Blessed in Foil. 2/2/2. Wenn man Leben kriegt, kriegt er +1/+1 Marke. Er kann Wachsamkeit fliegen und Unzerstörbarkeit haben, je nachdem, wie viel Mark man hat. Die beste weiße Karte im Set, würde ich sagen. Ja, Alter, aber hier auch. Oh. Ja. Beide so krasse Booster hintereinander. Das ist wirklich, das ist ein Booster, das sich lohnt. Und da gambelt man halt immer mit Z-Booster drauf hin. Ne? Also guck mal, wir hören schon wieder. Ich kann es mir aber nicht mehr sagen. Ja, wirklich. Mittlerweile ist es so dämlich. Okay, ich musste gerade mal kurz spicken, es ist tatsächlich nur ein Token. Bei mir auch. Deswegen. Insel? Ich habe wieder ein Swamp. Crushing mehr Blau. Canopy. Ich habe auf jeden Fall Blau. Guck mal, hier haben sie Plummet ausgetauscht. Ja. Gegen Crushing Canopy. Die wesentlich besser ist als Plummet. Ja. Lightning Wolf. Hungry Rich Wolf. Sanguine Statue und wieder Bloodtide Harvester. Okay, equipped. Der ist sogar gar nicht mal schlecht, finde ich. Irgendwie ein Mana 1/1 mit Fliegen. Und das ist das Turber hier wirklich mit dem, eine Kreatur kriegt +1/+1 und Fliegen. Das ist schon ganz cool. Definitiv. Ist halt dann nur die Frage, zum Beispiel, der würde im Pioneer Spirit Stack halt nicht finden, weil alle fliegen schon. Ja, ne? Aber prinzipiell hast du auf jeden Fall recht. Genau wie Unholy Officiate, wie auch immer. Gute Karte eigentlich. Genau, einfach nur ein Mana 1/2 mit Vigilance und der hat halt später auch noch Nutzen. Das ist halt das Relevante bei One-Drops, dass man da noch irgendwas rausziehen kann später. Ich habe Jakob gezogen. Ah. das ist doch quasi Jace Wins Prodigy. Ne? Genau, 2/0/2, tappen, zieh eine Karte, exilen eine Karte von der Hand face down. Und solange die exiled ist, können wir 6 Mana bezahlen und können die dann transformieren. Und wenn wir die transformieren, bekommen wir die Karte. Ja. Und können wir ein Spell oder ein Land von dem, was exiled wurde. Genau, ist auch mehr Mana kostet. Eigentlich eine coole Karte, würde sie die Karte nicht ins Exile, sondern in Graveyard packen. Aber dann wäre es schwierig, das mit dem Casten, das wäre echt schwierig. Ja, natürlich. Und dieses Artwork ist so unendlich cool für einen Vampire Cleric und er ist 302/3 und macht Lifelink und was nicht. Das ist eine super coole Karte. Das stimmt. Ich habe Glorious Sunrise, 5 Mana Enchantment. At the beginning of your combat, of your turn, choose one. Kreaturen bekommen 1/1 und Trampel. Target Land gains tap for 3 until end of turn. Draw a card if you control a creature with power 3 or greater oder gain 3 life. Ist okay. Nicht schlecht. Ist das hier Teferi und. Genau, Teferi. Moment, aber wer ist die denn?
Das ist die Vampir, die Werwolf, die Antje. Und in der Mitte ist, glaube ich, Ren 7? Nee, das ist die Katilda. Ah, okay. Ich glaube, das ist die Katilda. Stories und so. Ja, das ist halt, man weiß gar nicht, was abgeht. Nicht so, ne? Ich weiß nur Hochzeit. Mehr. Und das ist schon mehr wie bei Midnight Hunt. Ja, genau. Midnight Hunt war halt so Werwölfe. Ja, wirklich. Werwölfe und Kürbisse aus irgendeinem Grund. Kürbis? Das ist ein cooler Token. Ja. Aber, ich habe das so rum drin gehabt und auf der anderen Seite ist quasi... Ja, die Werbung, ja. Das die Werbung ist ein bisschen verständlich. Ziegelair, wunderschübsch. Ich war durcheinander. Kauft mehr nicht Ziegelairs. Okay, das finde ich so witzig. Blood Token. The Head. mein Theme ist Blood Token. Ich habe Zombie im Artwork, Instant mit einem Zombie im Artwork und tatsächlich... Zombie. Nochmal Zombie. Der hat auch was mit Zombie zu tun, oder nicht? Er hier? Ja. Exile Target Zombie. Mhm. Aber das willst du ja nicht in einem Zombie-Deck haben. Ja, aber es hat Zombie als Ding. Ja, natürlich. Es steht Zombie drauf. Ja, genau. Hier ist mehr Vampire, mehr Blood Tokens. Ich habe wirklich Blood Token als Team. Cool. Ja. Ich habe auch den Walzer. Ja, den Walter. Und halt tatsächlich wieder sehr viele Vamps hier. Ja, ich auch. Vampire. Aber Vamps ist klar. Musste ja viel sein in dem Set. Genau. Wolfkin Outcast. Ah, der wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn der doch einfach nur dreimal. Ja, also dreimal wäre voll gut. Hamlet, Dramna Ward 2. Cool. Und immer wenn eine andere Kreatur ins Spiel kommt, kriegt der +2/+1/+1 Token. So ist richtig. Ist übrigens schon wieder Soulbound. Ist das dieselbe Karte, die du eben gezogen hast? Nein, aber sie ist aus dem Commander-Deck und die ist rot. Bei mir war sie grün. Ah, okay, verstehe. Cemetery ist aber Prowler. Auch eine Rare. Genau, ist auch eine Rare und noch ein Prowler Cemetery. Als Mythic, oder? Ja. Und Radiant Grace. Sagt mir nichts. Mir auch nichts. Okay. Aber den Cemetery Prowler, der war meine Pre-Release-Promo in meinem Pre-Release-Pack. Okay. Und trotzdem habe ich ihn nicht gespielt, weil also mein Pre-Release-Pack war richtig lächerlich, muss ich dazu sagen. Ich hatte diesen Mana-Drachen, der immer Drachenillusionen macht, wenn wenn du einen Non-Creature-Spell castest. Mhm. Ich hatte super viel Support in Schwarz. Ich hatte auch den kopflosen Reiter und so, super viele Vampire. Also ich hatte wirklich einen Hammer Pre-Release. Oh, ich habe eine signierte Karte. Oh, signierte. Die sind teilweise auch wirklich was wert. Ja, oder? Vor allem der Sorin signiert. Ist irgendwie, glaube ich, 30 Euro oder so. Krass. Das ist hier ist krass. Edgar Markovs Coffin. Ja. Auch eine. Das kann auch teuer werden. Auch eine nicht und zu unterschätzende Karte. Wedding Invitation. Wedding, es geht um Wedding. Sure Strike. Ich habe wieder Wölfe auf jeden Fall. Also die ersten drei sind Wölfe und dann ist wieder Markov Purifier. Ja. Wahrscheinlich wieder. Heroes Downfall als Anker? Kriegen wir sie demnächst als Kamm? Ich glaube schon. Ja, also, muss als Kamm sein. Für Pauper, sehr wichtige Karte, war in, ich glaube, dem allerersten Therosian Rare. Das kann gut sein, ja. Und wurde dann immer mehr downgegradet. Ja. Keine Thalia bisher. Nee, tatsächlich noch nicht. Wären wir nicht enttäuscht. Okay. Dollhouse of Horror. Das ist cool. Das ist super cool. Rare Duel Land in Foil. Und hast du hier noch eine Rare? Und genau, Dollhouse of Horror. Die ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe nie verstanden, was die genau macht. Du exilst eine Karte aus dem Friedhof und kreierst dann eine Token dieser Kopie als Konstrukt und kriegst zusätzlich dazu so viele +1/+1 Marken, wie du Konstrukte kontrollierst. Mhm. Also mindestens eins und kriegst Eile. Krass. Also du kopierst nicht du kopierst den Effekt, aber nicht die Stärke und die Power, sondern die ist 0-0, beziehungsweise halt, je nachdem, wie viel Konstrukte hast, größer. Ja, ja, klar. Und ist ganz cool. Das ist, glaube ich, sehr cool halt mit so, weiß nicht, war es Olivia Crimson Bride, die irgendwie so einen starken Effekt hat? Oder halt auch dieser Landfall, der mehrere Combat Steps hintereinander macht. Ja, ja, den kannst du damit, glaube ich, ganz gut. Ja, hier ist noch ein Land, da ist noch ein Land. Ey, also Duel Lands kann man auf jeden Fall. Und hier den Blatthypnotist. Und eine Karte von der Liste, die sogar cool ist. Die sieht wirklich cool aus. Smortify. Drei Mana Destroy Tile Creature Enchantment. Aber ist das nicht so eine Player Reward Promo ursprünglich? Player Reward Promo und in dem anderen war Terminate tatsächlich auch drin. Krass. Auch in der als Player Reward. Finde ich ja ein bisschen schwierig, wenn man die reprintet. Weil dann ist die Player Reward ein bisschen. Ja, ist nicht mehr so rewarding. Ist nicht mehr so rewarding. Ich warte drauf, dass wir Secret Lair Artworks bekommen. Ich glaube, da werden sich aber Leute drüber aufregen. Richtig, genau deshalb, wir brauchen mal sich erstmal aufregen. Hierüber kann man sich nicht aufregen. Es hat mega viel Spaß gemacht. Voll. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. So, da sind wir bei der letzten Gewinnspielauslosung für dieses Jahr. Ich muss halt sagen, ich bin ziemlich zufrieden mit dem Ganzen, wie es abgelaufen ist. Ich hoffe, ihr hattet auch mega Spaß, miteinander ein bisschen mit den Kommentaren zu interagieren, ein bisschen zu lesen, ein bisschen zu schreiben. Ich fand es großartig und ich hoffe, dass ein paar Leute bleiben, um Kommentare zu schreiben.
Weil ja, es macht halt mega viel Spaß und ja, dementsprechend hoffe ich, dass wir das weiterführen können. Wir haben hier jetzt gerade Heiligmorgen, also den 25.12. und wir schauen uns mal an, wer denn der letzte Gewinner ist. Und dafür habe ich einmal oben alle Videos aufgezählt. Wir haben erstmal die Nummer 1, Dead Guy Affinity versus Death and Hawks, ein Gameplay, wo es eben darum geht, dass ein Artefakt-Ausrüstungsdeck gegen ein weißes Creature-Based Ausrüstungsdeck kämpft. Sehr, sehr cooles Deck. Sehr, sehr cooles Match. Dann haben wir ein Ursa Texas Yorion. Das ist so das neueste Ding am Death and Texas Himmel, was ich dann mal gezeigt habe, weil warum nicht? Dann Zendikar Rising Collector Booster. Ich glaube, mein traurigstes Booster, was ich hier aufgemacht habe. Und ich habe eine Menge traurige Booster aufgemacht. Dann haben wir Crimson Vow Minigames. Auch die sehr, sehr cool. Auch wenn es diesmal nur drei sind. Und wir haben Battle Bond Booster 33, Battle Bond Edition, die nicht jeder kennt, sondern ziemlich wenige eigentlich, was ich sehr schade finde, weil es eine sehr, sehr coole Edition ist. Und wir haben Fehler, die jeder Magic the Gathering Spieler macht, Fallen, in die jeder reintippt. Der Blackie Talk für den Monat Dezember, den ich mit Absicht auf den 24. gelegt habe, weil Leute bekommen jetzt nochmal Gutscheine oder Weihnachtsgeschenke und Geld und sonst was. Und ja, bevor sie da in weitere Fallen reintappen, dachte ich mir, nee, mache ich mal so einen Blackie Talk darüber. Und das sind unsere Zahlen 1 bis 6. Gucken wir mal an, aus welchem Video wir uns was ausschauen. Wir haben die Nummer 4 Crimson Vow Minigames. Alles klar. Nehmen wir uns mal dieses Video, schmeißen das mal. Ich habe es schon vorbereitet hier so ein bisschen in den Random Comic Picker. Das tun wir mal weg. Ich weiß nicht, was das tut. Und Get YouTube Comments. 15 Stück. Sehr, sehr cool. Und dann gucken wir mal, wer das Ding gewonnen hat. Ja. Und Gewinner ist der, die gute Rai-Elfe. Das erste klingt ganz gut. Könnte man mal ausprobieren. Jawohl. Ja, das, du bist der Gewinner oder die Gewinnerin. Schreib mir mal bitte über Instagram, Facebook, Twitter, E-Mail, irgendwie eine Nachricht. Weil wir müssen ja rausfinden, wie deine Adresse ist, wie ich dir was zuschicken kann. Und ja, ansonsten, wie gesagt, nochmal der Aufruf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der ganzen Aktion. Danke an Ultimate Guard für die Unterstützung dabei. Und vielleicht bleiben ja die einen oder anderen, um in den Kommentaren ein bisschen was zu schreiben und ein bisschen Spaß miteinander zu haben. Und ja, mehr bleibt mir auch nicht zu sagen. Deshalb entlasse ich euch jetzt in die Weihnachtsfeiertage. Frohe Weihnachten. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.